Hallo, wir erfreuen uns bester Gesundheit und was gibt's wohl Schöneres als diese Aussicht? Ganz genau, den Keller. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Scheint nicht die Pumpgun zu sein. Pumpgun und Shotgun ist wahrscheinlich synonym füreinander zu benutzen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne beide Begriffe, aber naja. So, Ellie guckt hier noch so ein bisschen, das soll sie ruhig tun. Ich habe nichts dagegen, dass sie seinen Scheiß berührt, weil es ist ja nicht, es ist ja seiner. Also, scheiß drauf. Hier ist ziemlich wenig zu mitnehmen. Deswegen sagt er wahrscheinlich auch, dass wir das, Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Da musst du erstmal das Material für finden. Du brauchst nämlich genau 5 Nägel und 2 Scheren. Und ein paar Muttern, die dann da drin rumklappern. Rezept. Ah ja, okay. So, herstellen können wir es natürlich direkt nicht. Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Aber das hat doch nichts damit zu tun, ob die Batterie funktioniert oder nicht. Ein Truck, der wie ein Panzer ist, der wird bestimmt auch irgendwann mal eine leere Batterie haben. Aber gut, ich vertraue Bill, er ist der Autospezialist. Wir sind bloß die, die ein Auto brauchen. Und hoffentlich trägt es uns weiter als einen Kilometer. Eine Meile, Entschuldigung. Amerikaner mit ihrem imperialen System. Heißt das auf Deutsch auch so Imperial? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das falsche System. Ach, Meter ist viel besser. So, das können wir jetzt alles nicht mitnehmen. Praktischerweise, es ergibt natürlich mal wieder ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man diesen Raum verlässt und
Sachen im Wert von 5 Bomben, 3 Molotows und 50 Medikits hinterlässt. Aber immerhin können wir hier ein bisschen was herstellen. Okay, hier ist es gut. Wir haben einige Teile gefunden inzwischen. Und wir können ein Holster herstellen, das werde ich direkt herstellen. Ja. Hätte er das jetzt da dran? Egal, Werkzeuge sind dauerhaft, also wir haben Waffenverbesserung, oder wie heißt denn das? Stufe, auf jeden Fall Stufe 1 der möglichen Waffenverbesserungen haben wir erreicht. Ich weiß nicht mehr, wie das Original hieß. Auf jeden Fall, diesmal sammelt man halt Werkzeug. Ist ja auch egal. Warte mal, was wollen wir verbessern? Was wollen wir überhaupt verbessern? Wovon haben wir denn am meisten gefunden? Wir haben am meisten Munition bisher gefunden für die... Ach, wir können hier auch ein größeres Halfter bauen. Das machen wir vielleicht auch direkt. Das ist echt am nützlichsten, wenn du schnell durchwechseln kannst. Dann musst du dich immer mit Viereck dann hinhocken und dann guckst du in den Rucksack rein und holst dir dann gemütlich deine Shotgun raus, während 300 Feinde auf 10 Meter Entfernung rum. Nee, der lieber jetzt. Es ist wert. Ich meine, das geht ja nicht weg. Das Nähen ging schnell. Das haben wir und jetzt können wir auch noch ein bisschen was anderes machen. Vom Gefühl her habe ich den Revolver am häufigsten benutzt sogar. Das heißt, wir gucken mal, was wir dem antun können. Nachlade, okay, wir können keinen Schaden, obwohl... Nachladetempo. Das war scheiße. Schussfolge ist in Ordnung. Man sollte sich ja eben ein bisschen Zeit lassen mit dem Zielen. Wie man gesehen hat, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Dazu, weil diese Animationen, die sind ja völlig neu. Natürlich sieht man nicht genau alles, aber man sieht hinterher schon eine kleine Veränderung am Revolver in den meisten Fällen offenbar. Wobei ich diesmal nicht aufgepasst habe, gebe ich zu, aber ich versuche gerade so zu gucken, was Nachladetempo wohl hier unterscheiden könnte. Eigentlich bräuchte man ja so ein kleines, es gibt ja diese Sechsfachringer, wo die Patronen drinstecken oder kann man die Ringe nehmen und die alle 6 Patronen auf einmal reinstecken. Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese Teile, aber naja. So, 30 haben wir noch. Können wir hier ein bisschen... Nee, ja doch, das Gewehr. Ist da irgendwas? Ach, da können wir was machen. Zielfernrohr. Das... Okay, ja. Auf jeden Fall. Was bringt dir ein Scharfschützengewehr, wenn du nicht weit gucken kannst, ne? So. So. Und jetzt können wir eh nichts mehr herstellen. Ich glaube, mit 5 Punkten brauchen wir gar nicht erst versuchen, irgendwas zu tun. Ja. Sieht gut aus. Ah, das ist deutlich anders animiert. Aber das Zoom-In, obwohl, doch, ja, doch, ist okay. Ist okay. Also besser als vorher. So, wir haben jetzt noch, ja, wir können nichts herstellen, ist das Problem. Also wir können gar nichts herstellen. Deswegen bringt uns auch das ganze Zeug hier nichts, was hier rumliegt. Ärgerlich, aber so ist es. Naja, komm, verpissen wir uns mal. Der Keller ist zu dunkel. Ellie steht auch nur sinnlos hier rum. Alle langweilen sich. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Oh Mann, da soll man den Stock auf den Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ja. Würde ich persönlich aber auch sagen. Immer, egal wann, auch wenn ich nicht da bin. Bill ist eine von dieser Art Personen, die man stets beruhigen muss, egal worum es geht. Sonst rastet er aus und du bist sein Feind. Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Hat der Kühlschrank? Woher kriegt er den Strom? Ich meine Strom? Generatoren gibt es ja sicherlich. Ne? Ich habe hier noch keinen gesehen sogar. Ich habe nicht mal Strom wirklich gesehen. Er hat die Lampe benutzt da unten im Keller. Diese Petroleumlampe oder was das war. Ich glaube, der hat hier gar keinen. Der benutzt gar keinen Strom hier, kann das sein? Das ist lobenswert. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber.
Ja, von wegen. Das kannst du vergessen. Eine Gruppe Wanner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Eine sehr gute Instruktion von Bill an Bill. Und auch für uns sehr nützlich, sofern wir die Karte haben. Aber die haben wir ja. So. Es ist übrigens ein schönes Zimmer, Bill. Wollte ich nochmal kurz sagen. Jetzt können wir weiterhin nichts herstellen. Das heißt, das Bill-Zimmer gefällt mir jetzt doch noch nicht so ganz gut, weil es gab nicht die eine Sache, die wir gebraucht haben, um hier noch mehr Dingsbums zu wie heißen? Nagelbomben. Ich sag mal Bombe. Bombe. Wir kriegen, glaube ich, keine andere Art von Bomben. Obwohl, es gibt auch Bomben. Okay. Zeit zu packen. Das mit Rauchbomben war kein Spoiler, weil versierte Schauer meines Multiplayer-Let's Plays, die wissen natürlich, dass es da Rauchbomben gibt. Und im Multiplayer gibt es alle Waffen, die es im Singleplayer auch gibt. Außerdem sage ich euch nicht, wann man die kriegt. Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Sind die echte Namen? Ne, gar keine Namen. Huh? Oh Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nichts. Wenn du meinst. Ich dachte, das wäre ein Gespräch, das ich schnell hätte drücken müssen, aber scheinbar nicht. Keine Sorge, das Spiel entscheidet, wann Nacht wird. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Da hinten war aber nichts, glaube ich. Man muss schon sicher sein. Warte mal, hängt hier vielleicht noch irgendwas im Baum? Das ist auch so eine Stelle, wo irgendwas im Baum hängen könnte, wenn für den Fall, dass hier nichts am Boden ist. Und hier ist nichts am Boden. Man fragt sich allerdings, warum an einem gewissen Baum eine gewisse Sache hängt, weil auch an dem am Anfang, da war es irgendwie, wer hängt diesen Firefly-Anhänger an einen Baum? Es kann ja nicht mal sein, dass der aus Versehen aus dem Fenster gefallen ist, weil die Gebäude da, die sind irgendwie 2 Etagen hoch und ich glaube nicht, dass da Fireflies ihr Unwesen treiben. Aber naja. So übrigens, das sieht viel besser aus, so. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Ja. Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Ja, super. Uiuiui. Okay. Ich traue mich nicht, dass... Eigentlich traue ich mich nicht, von hinten anzugreifen. Also ich würde am liebsten... Ich habe 3 Molotows. Ich traue mich nicht. Cool. Doch, ich traue mich. Boah, okay, ich finde das echt... Ich finde die halt widerlich, ne? Ich will da nicht so gerne rangehen. Können wir so machen? Ich probiere mal kurz mein Glück. Hier ist noch eine Flasche gewesen. Ellie, beiseite. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht zu mir kommen. Scheiße, das war dumm. Die bleiben zum Glück da unten. Okay, die machen wieder ihre normale Runde. Ich hatte gehofft, dass man die... Ja, ich habe das ein bisschen zu dumm geworfen. Gehofft, dass man die alle an einen Fleck locken kann. Warte. Shotgun... Warte mal, ich tausche das mal durch den Bogen aus.
Läuft man eigentlich leise genug, wenn man zielt und dabei läuft? So, ich will, dass sie alle an einen Ort gehen. Scheiße, er hat es nicht mitbekommen. Das hilft nicht, das hilft nicht. Das hilft nicht. Ich traue mich nicht. Das ist mir ein bisschen zu... Deswegen bin ich auch gerade nicht so gesprächig. Der soll mich nicht orten, der soll sich ruhig... Oh. Okay. Ja! Okay, sehr gut. Boah, das ist echt ein großer Erfolgsmoment, wenn man sowas trifft. Und vor allem, wir können... Ach, Shotgun! Und der Pfeil kommt zurück. Ja, das habe ich mir vorhin auch schon erhofft. Dummerweise, jetzt müssen wir kurz gucken. Ah, Stein. Ja, gut, besser als nichts. Flasche wäre geiler jetzt gerade so ein bisschen. Oh. Ich habe keine Lust, die jetzt alle... So, geht ruhig dahin. Ja. Brenn, brenn. Wehe, du lebst weiter da unten. Okay, sehr gut. Was habt ihr denn Schönes fallen lassen? Shotgun-Munition wieder? Die konnte ich gut gebrauchen gerade. Oh. Gut, da sind jetzt noch zwei übrig. Ich glaube, ich nehme vielleicht dann einfach mal... Vom Dings haben wir nicht mehr so viel. Vielleicht nehme ich einfach mal... Shotgun sollte ich nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Munition maximal man haben kann. Eventuell ist es schon das Maximum, was man hier... Oder? Vielleicht nutze ich die jetzt einfach mal gleich. Einfach nur zum Ausprobieren, um zu gucken, wie die hier sich so verhält. Flasche. Kann man was herstellen? Messer. Messer, immer Messer, Messer. Molotow auch wichtig. Finde ich wichtiger als Medikit, ehrlich gesagt. Ich sterbe lieber, als dass ich keinen Molotow zum Werfen habe. Was allerdings auch doof wäre, weil wenn ich dann tot bin, dann brauche ich den Molotow nicht mehr. Allerdings kann ich dann wenigstens jemand anders einsetzen. Dasselbe gilt auch fürs Medikit, also ist die Logik hinfällig. Super, ne? Naja, was soll's so. Komm, probieren wir mal die Shotgun. Einfach so. Einfach einen auf Krawall. Vielleicht treffen wir sie beide auf einmal. Nein, treffen wir nicht. Oh, okay. Ja. Ich glaube, das war's. Wir sind noch nicht sicher. Ach, guck mal, siehst du, da fallen direkt 4 Schuss raus. Das hat sich da also gelohnt. Das hier... Nee, ich habe immer noch die verbesserte Waffe. Das würde sich nicht lohnen. Zack. Zack. Ich meine, man hätte hier auch durchschleichen können und dann hätte man die Tür heimlich aufmachen können. Aber ob das hier genauso funktioniert Moment. Wie... Ne, weiß ich nicht. Habe einen Schlüssel. Ja, dann wende ihn an. Wir sollten sehr leise sein. Hab keine Sorge. Ich bin der König im Leise sein. Habe deswegen die Shotgun weiterhin auf Hauptausstattung gelegt. Keine Sorge. Schrei nicht so rum. Ich habe die gehört. Ich wollte nur gucken, ob hier in der Ecke was ist. Ich glaube, hier kann man auch rumlaufen. Ganz ruhig. So, die kriegen wir doch. Schöne Lichtspiegelung im Wasser. Naja. Hör, warte mal. An.
Das ist sehr realistisch. Ja, die Spiegelung ist spiegelt die Kirche im falschen Winkel und auch in einer Ausprägung. Also das kann so nicht funktionieren. Ist Raytracing auch bezogen auf Licht, also auf Spiegelbilder? Ich meine, ich weiß, Raytracing ist die Berechnung von Licht von in Echtzeit in der Form, wie es aus, also von Licht halt, Lichtstrahlen. Aber ich weiß nicht, ob das auch sich auf Spiegelbilder dann bezieht, ob die dadurch auch berechnet werden oder ob das wieder eine andere Technik ist. Allerdings scheint es hier nicht zum Einsatz zu kommen, weil das ist falsch, was da unten ist. So, kritisieren muss man zwischendurch auch hier mal, ne? Das kommt dann hinterher in die Liste von 1000 tollen Punkten. Da kommt dann ein Negativpunkt, ein Spiegelbild war nicht ganz zufriedenstellend, was keinem aufgefallen wäre. So, nur die Ruhe. Infizierter. Okay, gut. Bill ist sehr gut. Ich hatte schon Sorge, dass er mich bemerkt, weil Joel ist sehr weit nach vorne getreten. Shotgun schon wieder. Ja, ich meine, ich würde es gerne anwenden. Ich würde es gerne nehmen, aber ich will jetzt hier nicht. Obwohl. Ah, da, okay. Bitte bemerkt mich nicht. Ich bin der Busch. Einer ist da drin. Ich hoffe, der bleibt auch drin. Der Klicker ist sicherlich keine Gefahr, solange wir nicht alarmiert werden. Ich sollte eigentlich die Shotgun benutzen, weil ich will die Munition mitnehmen. Andererseits hole ich dann die anderen alle auf mich. Shotgun ist immer am geilsten, wenn man entweder alle Gegner auf einem Fleck hat oder wenn es sowieso nur einen gibt. Aber ich weiß gleich, wo der langläuft. Der scheint, also die laufen meistens dieselben Wege, würde ich sagen. Außerdem die KI verändert. Ich laufe ein wenig schneller, als ich muss. Als ich sollte. Ja, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Klicker. Ja, was du nicht sagst. Das, da drin ist ja kein Klicker, ne? Nein. Ja, erstmal Zeug hier nehmen. Da ist er. Wo kommt der lang? Kommt er hier in die Garage? Ich warte mal, bis er wieder nach rechts läuft. Es könnte natürlich alles deutlich schneller gehen, aber man will ja auch. Realismus wahren, denn in echt würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mit einer Shotgun in die Menge stürzen. Ja, komm. So, okay. Bei denen kannst du ein bisschen schneller laufen, aber ich vertraue dem nicht so ganz. Weißt du, dann dreht er sich im letzten Moment um, schreit rum und dann kommen sie alle. Deswegen würde ich bei denen auch so leise... Ach, schon wieder Shotgun. Ja, gut. Eigentlich könnte man hier einmal auf laut machen hier, aber... Hier kann man jetzt, glaube ich... Hier kann man schon mal aufrecht laufen, immerhin. Weil so weit hören die Klicker mich nicht.
Flasche. Ja, ja, komm. Flasche, Flasche, Flasche. Im Zweifelsfall wollen wir Geräusche machen. So. Wir könnten uns sogar einen Patzer erlauben. Also, Gesundheit verlieren. So, wo waren die andere Shotgun? Ach, bei den ersten, die wir gekillt haben. Ach, wisst ihr was? Komm. Ich meine, wir haben die, ne? Jetzt bleiben wenigstens nur noch die beiden und die Runner, die sind, die Runner, die rennen ja schneller als die Klicker. Und deswegen haben wir die wenigstens schon mal weg. Und die Klicker, die kriegt man ja relativ gut weg, wenn man mit einer Shotgun aus 2 Metern Entfernung draufhält. Ach, warte, kann ich so machen? Ah ja. Das hat der andere nicht gehört? Okay. 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 Ach, okay. Ja gut, dafür sind jetzt da 2 weitere aufgetaucht. Das macht natürlich Freude. Warte mal. Wie viel Munition ist denn das, die wir da kriegen? Locken wir die so an? Warte. Wollte ich nur mal ausprobieren. So, jetzt wo wir sowieso einen auf laut machen. Wo liegt die? Wo ist sie? Warte. Wo ist die Munition gewesen? Warte mal. Stein brauchen wir. Hat er die gehabt? Ach, und in diesem Raum waren wir auch nicht. Zu Recht. Ach, warte mal. Hier, was? 6 Schuss? Ja, eigentlich. Eigentlich. Oh. Eigentlich ist das ja jetzt nicht mehr so schlimm. Ach da. Alter, Bill, was ist los mit dir? Wenn man lang genug wartet. Ich guck mal kurz, ob da noch irgendwelche anderen rumstehen, die uns bisher nicht bemerkt haben. Auch wenn wir mit 300 Dezibel lauten Shotgun-Schüssen um uns herum ballern. Ach, guck mal. Man kann die auch alle auf einmal aufheben, immer wenn man Dreieck gedrückt hält. Aber es ist irgendwie befriedigender, wenn man immer einzeln drückt. Ach, guck mal, da ist noch einer, der bemerkt ist. Der hat uns gar nicht bemerkt. Was ist das denn? Da wir so viel Shotgun-Muni haben, macht es keinen Sinn, den von hinten so. Der hat auch was dabei gehabt. Die haben echt... Also das Spiel ist echt generös mit Shotgun-Muni auf dieser Schwierigkeitsstufe. Wenn ich eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Noch mehr? Keine mehr. Gut, okay. Dann holen wir uns jetzt das, was noch übrig geblieben ist an Shotgun-Muni. Hoffentlich sind das immer noch 6 Schuss. Alles andere wäre Verrat an meiner Spielerschaft. Ach, guck mal, siehst du? Ja, 14 Schuss gehen scheinbar. Wir hatten 4. 4? Ne, warte. Egal, ich gehe nochmal kurz zu dem anderen hin. Ich habe es vergessen. Ich habe 4 und wir können 12 da drin haben. Ne? Okay. Gut, alles klar. Dann 14. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Wo ist er? Antworte doch. Frag mal den, was man antwortet. Nicht so. Da Stein. Kurz gucken, ob hier unten noch was lag. Da konnte man ja am Anfang nicht langlaufen. Gartenzwerge. Aha, Gartenzwerge. Sonst nichts. So, hier, was ist hier? Grillabend. Mal schauen. Nee, nur eine Flasche. Haben wir noch eine Flasche?
Ja, doch, nehmen wir lieber wieder die Flasche. Für Geräusche, potenziell besser. In dieses Haus können wir nicht rein. Oder? Nee. Das Haus können wir nicht rein. Hier können wir drauf. Also richtig bringen tut das nichts. Und hier war auch nichts mehr. Warte, hier in der Ecke. So, zack. Einfach nur um zu schauen. Alles durchsuchen, alles. Ich will mir hinterher nicht vorwerfen müssen. Also mir selbst, ich mir. Niemand sonst wird das wahrscheinlich tun. Ach, guck mal. Naja, gut, wir sind zu gut. Wir brauchen keine Gesundheit. Ich werde mir hinterher nicht selbst vorwerfen wollen, dass ich die eine Ecke in einer Map oder in einer Mission nicht durchsucht habe. Außerdem mag ich Joels Stöhnen beim Rennen. Ist hier was drauf? Da lag was, aber... Oder? Nee. Da drunter ist auf jeden Fall was. Ah, schön Sachen. Pfeile. Die sammelt der einzeln an und steckt sie hinten rein. Das hat er sonst auch nicht gemacht. Das dauert viel länger so. Es ist realistisch, aber irgendwie... hoffentlich müssen wir das niemals in a Rush machen. Wir können übrigens trainieren gehen. Hinweis brauche ich nicht. Ich brauche nur sehr lange. Ach, was haben wir denn hier? Ist das ein DVD-Player? Nee, das ist VHS. DVD, oh, Kombigeräte. Kennt ihr die noch? Wer kennt die noch? DVD, VHS, Kombigeräte. Da konnte man dann DVDs abspielen und Videokassetten aufnehmen und abspielen. Und die Profigeräte, die konnten sogar DVDs beschreiben. Ja, so eins wollte ich immer mal haben. Haben wir nie geholt, aber es war im Endeffekt auch nicht besonders super sinnvoll, weil inzwischen kriegt man ja fast alles digital, was es damals schon mal gab. Regen. Hoffentlich gibt's... Nein. Ich sehe den Mond. Nein, kein Regen. Und ein Mixer. Also genau die Sachen, die man in einer Garage erwarten würde. Neben einer Nähmaschine, selbstverständlich. So. Ja, ich würde sagen, das war's, oder? Wie wär's damit? Ja, ich weiß. Das ist der einzige Ort, an dem wir noch nicht waren. Logischerweise geht's da weiter. Okay, das ist der Hinweis. Einfach nur zum Ausprobieren habe ich es mal gedrückt. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Auf Englisch heißt es Doggy Door. Als Verrat an den Hunden. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Haben wir noch mehr von diesen Klickerdingern? Ah, okay. Oh, scheiße. Ja, nicht scheiße. Da sollte man sich nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Joel triggert. Sehen können die doch sowieso nicht. Das ist jetzt eine super tolle Szene, wo man, ich glaube, ich habe hier noch nie, vielleicht einmal oder so, ich weiß, kann nämlich nicht von meinem Let's Play sprechen, vielleicht habe ich das anders gemacht, aber ich glaube, ich habe hier noch nie wirklich gekämpft gegen die, die hier rumstehen. Es sind nämlich relativ viele und es erhöht auch den Spannungsbogen, wenn man sich um die herumschleicht. Und ich möchte auch meine Messer nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Wir haben nur drei und es könnte jederzeit eine Tür kommen. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, wo alle Türen sind, die wir damit öffnen können mit den Messern. Und dann lieber so. Dann lieber schleichen. Bin mir ziemlich sicher, dass es hier keine Sammelobjekte gibt, die die Typen beschützen, sondern die stehen da einfach random rum. Und wenn man so rumläuft... Jo, danke Ellie, du bist richtig leise.
Wir durchsuchen trotzdem hier mal den Wohnraum. Das scheint eine alte Spielekonsole zu sein. Das ist genau das, was mich auch interessieren würde, wenn ich hier in echt in diesem Raum mit den Viechern eingesperrt wäre. Oh, Geräusche? Geräusche nicht gut. Hier ist nirgendwo was. Bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Raum hier was war. Okay. Shotgun-Munition, die wir nicht brauchen, aber ich glaube, es... Ja, okay. Paar Sammel... Paar, hier, Dingsbums, Materialien. Ich dachte, dass hier auch eine Notiz wäre oder so. Also ein echtes Sammelobjekt. Aber, nee, ich glaube, der da hinten, der bewacht auf jeden Fall nichts. Auf dem Tisch da hinten liegt auch nichts. Nee, ich glaube... Ich glaube, wir können uns mal verpissen von hier. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Ja. Na los, na los, na los! So, schon in Ordnung. Ab jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja. Gut, ich wecke die trotzdem mal nicht auf. Ich meine, diese schlafen so schön im Stehen. Im Stehen schlafen ist sowieso eine ganz tolle Eigenschaft, die ich auch gerne hätte. Aber, naja, Pech gehabt, was soll's. So. Ne, hier ist nichts. Habt ihr das Flackern auch gesehen? Oder war es nur in der Aufnahme? Na, gut. Blumen. Schon wieder ein Doggy-Dingsbums. Diesmal sogar auf Deutsch. Ich glaube, Hundehütte kann man gar nicht anders beschreiben. Katzenhütte, dafür wäre es, glaube ich, ein bisschen zu groß. Oder das wäre eine Monsterkatze. Ich glaube, Löwen halten ist etwas, was die wenigsten tun. So, was können wir machen? Bombe, sehr gut. Da haben wir eh nur eine von gehabt. Und was können wir hier? Ah, maximal Gesundheit. Distanz, Lauschmodus. Hm. Komm. Gesundheit. Für den Fall, dass man mal angegriffen wird, ist es ganz gut, wenn man mehr verlieren kann davon. Können wir den schießen? Ah ja, tatsächlich. Aber Ellie hat keine Interaktionsfähigkeit mit dem Ball. Ich dachte kurz, sie hängt was im Baum. Ich habe sicherlich ein paar Bäume jetzt wieder übergangen. Aber hier sehe ich gerade auch nichts im Baum. Nein, ich werde nicht jeden Baum nach Sachen absuchen. Gut, hier ist nichts. Hier kann man in Ruhe rumlaufen. Gibt hier zum Glück keine Infizierten, die man nicht mal im Lauschmodus gut sehen kann. Teller sind durch den Schrank hindurch auf den Boden gefallen, aber kaputt machen kann man nichts. Schade. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Ein Messer, ja? Warte, wie habe ich denn... Ah, oh, ich weiß gar nicht, stimmt, das ändert mich. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Ach, boah, die Folge ist schon ziemlich lang geworden. Naja, gut, das vergisst man gerne mal, wenn man irgendwo in der Gefahr liegt von Augenlosen. Ich nenne die mal Augenlose Viecher, weil das ist das, was sie am ehesten auszeichnet. Die Folge ist erstmal hier vorbei, aber ich habe das, was ich denke, das sage ich euch in der nächsten. Bewertungen und tschüss.